Heute möchte ich dir eine tolle App vorstellen, und zwar den Musiknotenscanner, den es für iOS und Android-Geräte gibt. Und mit dieser App kannst du ganz einfach Notenblätter einscannen oder Bilder von diesen Notenblättern importieren. Und im Anschluss kannst du die Tonfolge dir einfach in dem Programm abspielen lassen und kannst dich also auch, wenn du ein bisschen unmusikalisch bist, daran orientieren, wie du das Lied singen kannst oder gegebenenfalls auch spielen kannst. Ich möchte jetzt mit der Kamera-App gar nichts abscannen, sondern ich habe ein Bild schon auf dem Handy importiert und das hole ich jetzt in die App rein mit einem Druck auf Importieren. Jetzt können wir so ziemlich jedes Foto auswählen, das wir auf dem Handy haben. Und das Programm scannt jetzt natürlich das Bild und hat jetzt auch die Noten und die Tonfolge schon erkannt. Wir können uns das Ganze also gleich mal anhören. Was wir jetzt noch einstellen können, ist zum einen die Tonhöhe hier oben, oder wir können auch unten das ganze Tempo variieren. Wir können also mit Beats per Minute entweder das Ganze langsamer oder schneller machen. Und wir können aus einer Vielzahl an Instrumenten auswählen. Ich habe hier zum Beispiel die Ukulele vorausgewählt. Man könnte jetzt aber auch zum Beispiel eine ganz normale Gitarre nehmen, einen E-Bass oder auch ein Klavier. Zum Schluss kann man sich jetzt die Audiodatei auch noch exportieren lassen, indem man hier unten auf dieses Pfeilsymbol geht und kann sich dann die Tonfolge entweder als MP3 oder Wave-Datei exportieren lassen.